The Queen, du warst die Erste deines Volkes. Ruhe in Frieden. Ja, das erste Pokémon hat Box 14, die wir mal ganz schnell umbenennen. In den Friedhof. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. Mann, da tut mir jetzt echt ein bisschen weh. Hornweiser war so. Gut. Dann tue ich jetzt Motra nach vorne. Und schon sind wir nur noch bei 3. So, ich weiß nicht, ob ich es noch in der letzten Folge erklärt habe, aber warum ist Hornweiser jetzt so schnell gestorben auf so einem geringen Level von dem Komlat her? Drachenwut ist eine Attacke, die, egal was passiert, wenn sie trifft, macht sie 40 KP Schaden. 22, 33, 27. Also alles von mir wäre ein One-Hit gewesen. Und das ist das Gefährliche an der Randomizer. Solche Attacken. Das ärgert mich jetzt. Storavir hätte ich auch gerne gefangen. Was mit Bedrohe? Aber da verfliege ich jetzt gerade. Ich will aber nochmal hier hin, weil hier ist noch ein Pokéball. Feuchtholzschwert will ich denn damit? Nein, nichts Tipps für Trainer. Wir gehen hier in die Höhle. Okay. Oh, ein niegelneuer Pocket. Und ein eher ungelenk wirkender Reisender. Du bist noch nicht so lange Trainer, oder? Aber das ist nicht schlimm. Du bist schließlich ein Freund der Pokémon. Und daher schenke ich dir diese versteckte Maschine. VM06. Die VM ist so eine Sache in Pokémon. Diese versteckte Maschine, oder kurz VM, enthält die Attacke Zertrümmerer. Ein Pokémon, das diese Attacke beherrscht, kann kleinere Felsen zertrümmern. Aber um diese Attacke anwenden zu können, benötigt der Trainer den Orden der Arena von Erzwingen. Ohne diesen Orden kann ein Pokémon dieser Attacke außerhalb des Kampfes nicht anwenden. Ja, das ist so eine Sache bei Pokémon-Spielen. Die VMs braucht man, um weiterzukommen. So, viertes Teammitglied bitte. Ein Absol. Boah, da sehe ich mich. Machen wir mal Superschall. So, das ist ein super Pokémon. Schönes und nicht Pokémon. Gutes Set teilweise. Das versuchen wir jetzt mal zu fangen. Da würde ich mich sehen. So, ich wechsle aber nochmal zu Blaziken. Nicht, weil ich das weiter schwächen möchte. Also im Sinne von Angreifen, KP-saugende Angriffe. Ich würde es gerne einschläfern und dann versuchen zu fangen. Und halt, weil Blaziken eindeutig die höhere Verteidigung hat. Aber wir können es ja schon mal versuchen zu fangen. Bitte? Ja? 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 Ich weiß ja schon, wie wir es nennen. Wir haben ein Absol. Und das hat auch einen Eintrag im Pokédex. Wow. Das steht doch schon so, wie ich es nennen wollte. Ich wollte es Desaster nennen. Man glaubt, es ahne mit seinen Hörnern Katastrophen voraus. Aus Angst floh es in die Berge. Ja, ein Spitzname. Desaster. So, was kann das? Zeig ein Item. Eine Taniga-Bärbe? Kautzig. Ui. Sehr guter Angriff. Erzwinger? Kratzer auf den Silberblick. Wir nehmen mal die.
die Beere. Was ist das für eine Beere? Das sagt mir jetzt gerade tatsächlich nichts. Effektiv. Ja, okay. Wir gehen mal weiter. Wir haben ja noch so ein, zwei Trainer, die wir besiegen können. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich in dieser Folge noch zwei Pokémon fange. Wir können sogar drei kriegen. Hallo Cognodon. Ich wechsle sofort. Hallo Mr. Krabs. Nee, das ist mir zu gefährlich. Na, ja, greift mal den Kopf noch an. Wir machen mal mit Blubber weiter, ne? Wobei Cognodon ein super Pokémon ist. Ich liebe Ramaidon. So, jetzt, ich war gerade wieder teilweise im Halbschlaf. Oh, oh. Bitte, ein Blubber und es ist besiegt. Bitte, bitte. Das könnte gefährlich werden. Okay, ist gut gegangen. Aber finde ich mal gut, dass wir jetzt einen Undisch-Pokémon haben. Undisch-Pokémon können echt stark werden. Ich bin gerade überlegen, wann wir den EP-Teil. Ein Kabutops. Komm, ich nehme Blaznik. Ich wüsste nicht, was ich ansonsten nehmen soll. Ja, schläfern das ein. Okay, wenn du so angreifst, juckt mich das nicht wirklich. Ja. Und dann hauen wir ein paar Steine auf dich drauf. Ja, mach du weiter mit K. Absorber. So. Steinwurf. Sehr schön, das ist eigentlich einfach genau das, was ich wollte. So. Ich muss mal sagen, wenn die jetzt, wenn die Challenge gut läuft, also auch gut ankommt, da wird schon jenische Challenges weitermachen. So. Level 12 für Blaznik. Weil ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, wie ich das. Oh. Wie ich weiter verkehre. Also sollte es jetzt so sein, dass ich mit dieser Generation fehle, also dass ich keine Pokémon mehr habe, werde ich es so machen, dass ich mit der nächsten Generation weitermache, also dem nächsten Spiel. Ich das mal hier nach, ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Ich glaube, Hard Gold Soul Silver würde ich sogar sein lassen. Ich glaube, da nehme ich mal Desaster. Weil ich glaube, das kann nur Konfusion auf diesem Gebiet. Richtig, und das hat keine Wirkung. Also würde ich jetzt erstmal so machen, dass ich dann mit dem nächsten Spiel weitermache. Also die nächste Challenge anfange. Und wenn das dann vorbei ist, werde ich gucken. Ist das jetzt lang genug her? Also würde ich auf jeden Fall gucken, mache ich das nächste. Also die. Dass ich Pokémon Party dann irgendwann wiederhole. So meine ich das. Ja, man kann es sich auch schwerer erklären, als es überhaupt ist. Ich hoffe, es kam genau an, weil ich es ausdrücken wollte. Wenn nicht, muss ich mich besser ausdrücken. Aber dieses Curly, das geht mir langsam auf den Sack. Weiß. Ich muss gar nicht sagen, ich finde Kyrdia super. Hat besonders die Weiterentwicklung. Gardevoir super. Galagladia ist recht. Ja, der Angriff ist mittlerweile im Keller, wir wissen es. Ey, komm, Kyrdia, ich habe schon keinen Angriff mehr. Du darfst aufhören. Ist okay.
Ich weiß, da geht noch was runter, aber du hast verloren. Geh rein. Alter Finne. Ist der Kaffee vorbei? Danke. Wie viel gibt das? 135? Nicht schlecht. Level aber Bob so, oder? Reicht das für zwei? Jawohl! Ich freue mich. Plus ein Angriff ist super. So. Aber damit haben wir die Hürde geschafft und wir sind in Erzelingen. Sieh mal an, ein Trainer. Aber wie ist das denn? Du hast ja keinen einzigen Arena-Orden. Dagegen müssen wir sofort etwas unternehmen. Weißt du was? Ich bringe dich zur Pokémon-Arena. Ich würde gerne erst meine Pokémon heilen. Oh, da steht schon jemand und wartet. Ja, das habe ich mir gedacht, dass es noch nicht reingeht. Deswegen gehen wir erst einmal ins Pokémon Center. Und heilen erstmal unsere vier Pokémons. Oh, das ärgert mich immer noch so sehr, dass der Queen weg ist. Ich wollte eigentlich schon immer mal einen Hornweisel trainieren. Na, jetzt ist das. Mann. So, bevor wir jetzt aber weiter rumweilen, gehen wir nach oben, denn hier können wir einen Pokémon fangen. Das fünfte Teammitglied. Ui! Da sehe ich mich erst recht. Psyana ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Okay. Bitte. Ja, okay, rechte Hand schön und gut. Wir wollen es nur anschwächen. Wir wollen es nur anschwächen. Nur anschwächen. So, ein, zwei Mal kann man das noch machen. Komm, ein einziges Mal noch und dann wagen wir den Fangversuch. So, das reicht. Beutel. Pokéball. Bitte! Bitte, Psyana muss drin bleiben. Ja? Nein! Okay, Blaznik und Gerne. Blaznik, Gerne. Mehr mache ich jetzt nicht. Ich erinnere, wir haben drei Möglichkeiten. Ich hab's befürchtet. Boah, das muss jetzt drin bleiben. Bitte. Bitte. Ja. 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 Es gibt einen Gott. Psyana, Sonne, kann durch sein Fell geringste Luftveränderungen wahrnehmen und das Wetter vorhersagen. Oh. Ich habe ja schon einen wundervollen Namen für die Sonne. Wir nennen unser Psyana Sunlight. Ich speichere mal. Okay. Ich mache das jetzt so. Ich werde das jetzt so nachspielen, wie es passiert ist. Also, ich scheiße jetzt mal gerade auf den Nuzlocke. Ich werde einfach nur den Spielstand wiederherstellen. Ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen länger nicht gespeichert. Ja, okay. Ich werde mal kurz hier unterbrechen. Bis. Und ich bin einfach hier die. Nee, ich unterbreche kurz. Bis später. So. Ich habe jetzt alles wieder behoben, so wie es war. Also könnte jetzt so ein, zwei Level-Unterschied sein. Und das hat gerade ewig lang gedauert, dass ich dieses scheiß Psyana gefunden habe.
Das können wir uns jetzt aber gerade anschauen. Ui. Spezialeinheit von 29 Synchro. Spezialverteidigung ist gut. Edit ist gut. Das kann gut was werden. So, ich mache das gerade nochmal hier Zaystead, weil ich mal wissen möchte. Dachte ich mir. Wir dürfen also nur über Safe State speichern, okay. Gut, ich heile nochmal meine Pokémon und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde dann ein bisschen müde, muss ins Bett gehen. Muss man auch wieder früh auf zur Arbeit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.